Und da wären wir wieder. Mal abgesehen. Guck mal, so. Ach, meine Speckmäuse geschnappt. Wobei, ne, Speck trifft ja nicht wirklich, das sind ja dieser Marshmallow. Der Schaumstoffmäuse. Ich hab nicht ewig Zeit. Wisst ihr, warum ich, Speckmäuse Speckmäuse heißen? Die dunkle Fürstin schütze euch. Das hat was damit zu tun, aus welcher Pflanze ursprünglich in Deutschland die Marshmallows gewonnen wurden, bzw. gemacht wurden. Die heißt nämlich im Deutschen Mäusespeck. Und dann kann man noch einen anderen einstellen. Die heißt im Deutschen Mäusespeck und dementsprechend wurde die Form der Süßigkeit an den Namen angebracht, aus denen die ursprünglich hergestellt wurden. Na gut, inzwischen werden sie heutzutage auch nicht mehr in Deutschland aus Mäusespeck produziert. Also, aber ich finde es trotzdem lustig, dass die erst das Produkt hatten, das daraus entstanden ist und dass das Produkt dementsprechend ja, in der Form da passend dazu angepasst haben. Na gut, ne, du musst ja erstmal ein Produkt herstellen und dann was du daraus machst, ist ja halt wieder so eine Sache. Das ist halt. Ne, ist halt. Ist halt genauso wie, eine wie so eine Nusscreme, so eine Schokoladencreme. So. Ne, und dann dachte sich irgendwer, ja, ist ja eigentlich schon ganz geil. Aber wie wär's, wenn wir da jetzt noch Nüsse mit reinpacken? Dann hat sich jemand, boah. So eine Schokoladencreme mit Nüsse ist schon geil. Aber wie wär's, wenn wir das zwischen zwei Waffeln packen? Ich denke, ihr habt so eine ungefähre Ahnung, in welche Richtung das läuft. Aber ja, das geht dann halt immer so weiter. Und am Ende hatten wir irgendwann Herrn Nutter, beziehungsweise Knoppers. Was jetzt? Level 8. Na geil, er kann schon Blutpakt lernen. Sieg. Apropos lernen. Na, ich hab abgesehen, dass ich erste Hilfe noch lernen muss. Was ist? Ich hab noch auf dem Weg hierher Level 6 erreicht. Das heißt, wir könnten jetzt den verbesserten Schattenblitz erlernen und vor allen Dingen, wir können jetzt auch Aderlass nutzen. So, da fällt mir kurz was ein. Wir müssen ja immer gerade hier ins System rein. Oh, oh, oh. Machen wir hier die Musikschleife raus. Grundsätzlich kann ich hier zwischendurch Musik laufen aus WoW, aber wenn ich sowieso eine Playlist mit dem offen habe, macht es letztlich wenig Sinn, das Ganze hier noch in Schleife laufen zu lassen. Aber ja! Und ich wage mal zu behaupten, dass es nicht nur mit dem Mausbecken in den Keller so war, das wird mit vielen anderen Dingen so gewesen, wo man sich dachte, ja, das ist ja schon ganz geil, aber ne, man könnte das ja noch ein bisschen verbessern. Und so ging es dann dementsprechend immer weiter. Ihr versteht? Hoffentlich ist das wichtig. Es ist immer wichtig. Also, ich darf dir wohl bitten. Hm. Okay, Info. Hier ist auch drin, was draufsteht. Holy Energy, genau zu sein, der Coconut Bär. Beziehungsweise ist ja nicht nur Kokosnuss, ist ja Kokosnuss-Blaubeere.
Wobei ich jetzt sagen muss, dass der, Kokosnussgeschmack da drin sehr dominant ist. Schmeckt aber trotzdem geil. Sowohl mit Wasser als auch mit Milch. Boah, mit Milch kriegt dieser dominante Kokosnussgeschmack nochmal anders geil. Und nur zur Information, nein, ich werde von Holy nicht bezahlt dafür, dass ich Werbung für die mache. Was ist des Schattens Begehr? Also, keine Produktplatzierung. Ich bewerbe das wirklich, weil ich von Holy Energy überzeugt bin. Es ist ein richtig geiles Produkt. Es ist lecker, aber nicht so süßlich wie die herkömmlichen Energy Drinks. Es ist wesentlich gesünder und es bockt einfach. Ich trinke das nicht nur beim Zock, ich trinke das auch, wenn ich auf Arbeit unterwegs bin und ich finde es einfach cool. Und mich kribbelt jetzt gerade am Ohr. Sekunde! Tauroneo. Hola. Und wer seid ihr? Rotgetupfter Pilz. Oh. Apropos Pilz. Hier, kannst meine Pilze haben. Das ist irgendwie falsch. Machen wir mal ein bisschen Jagd auf die Untoten hier. Ja, das hat eine gewisse Menge wird's ungenau. Doch, dieser Zauber ist bereit. Jetzt klatsch weg. Ja, guck mal da. Wen haben wir denn hier? Na, machst du Schönes. Was gibt's denn Leckeres? Darf ich mitessen? Hey, Witz ist, ich habe hier noch einen Döner von gestern liegen. Ja, aber das ist doch das Schöne an Suppe, die kann man wieder warm machen. Ich muss näher ran. Du musst überlegen. Wann habe ich den Döner gekauft? So gegen 18 Uhr? Na, also der liegt jetzt fast 24 Stunden schön eingewickelt. Nicht in der Folie, in der. Moment, ich komme jetzt drauf. Alufolie! Meine Güte. Ich seit gestern in der Alufolie. Und jetzt konnten
konnte die Soße, die Säfte, das konnte sie jetzt so alles richtig schön durchziehen. Ja, weil ich mir gestern zwei gekauft habe. Ich meine, wer kennt das nicht, dass er einen Döner gegessen hat und sich danach gedacht hat, boah, noch einer wäre jetzt schon irgendwie geil. Das Problem, ich war gestern einfach zugeschafft zu müde. Um ihn noch, um den zweiten dann noch zu essen. Das heißt, dementsprechend kann ich den gleich noch essen. Nein, das tut nicht. Wenn du einen richtig guten Dönerladen hast, dann supp das nicht durch. Ja, also mit, ich hab den hier rumliegen, mein... Das war jetzt knapp. Mit hier rumliegen meinte ich jetzt nicht, dass ich... den hier so rumliegen habe, der liegt nur im Kühlschrank. Ich war gestern nur zur Dusche von der Arbeit, um den auch noch zu essen. Das war jetzt knapp. Alter. Nee, wenn du wirklich einen guten Dönerladen hast, da suppt das nicht durch, weil die Soße, die kühlt ja mit der Zeit auch ab. Und mit den Temperaturveränderungen verändert sich auch die Viskosität von der Soße. Dann suppt das nicht durch. Naja, so wäre es fast passiert, so ist es aber nicht passiert. Ich hab genau das, was ihr braucht. Also, hä? War jetzt hier nicht ein Teufel an die Wand. Das regt immer noch auf. Ich weiß nicht, wenn ich Döner esse. Ich hab irgendwie gerade mehr Bock auf Pizza. Gesehen, ich habe jetzt die Erfolge für den Heinz-Posten soweit fertig, sodass ich mir das Mod unter anderem abholen konnte. Ich denke, bis Backnorn wieder richtig funktioniert, werde ich mich erstmal hier in Classic verziehen, weil vorerst habe ich damit das erledigt, was ich in Retail erledigen wollte. Ja, ich könnte ins neue gehen und mir das angucken. Habe ich aber irgendwie nicht wirklich die Motivation zu. Wo ich sagen muss, das ist halt eher so eine Schuld von Blizzard. Weil die haben halt von Anfang an so ein bisschen dafür gesorgt, dass halt man nicht wirklich großartig Motivation hat, überhaupt irgendwas machen zu wollen. Weil halt alles auf einem viel zu starken Random-Faktor aufgebaut war. Oder halt hinter einer Hufbarriere versteckt war. Ja. Ich meine, ja, so. Du kannst jetzt das schon zu einer kombinierten Tasche machen, auch wenn die
die Ressourcentasche, also die neue Tasche, die sie ja eingeführt hat, die Materialtasche, trotzdem immer noch gesondert ist und nicht mitgebunden wird. Aber ich vermisse so gewisse Grundeinstellungen, die du machen kannst. Wenn man. Ist ja nicht großartig viel Arbeit, sie müssen. Weil, wenn man sich das Addon Back nochmal anguckt, da gibt's ja, ist ja schon so vieles vorgegeben, was man machen kann. Man müsste ja einfach nur anfangen, diese Einstellungsoption zu übernehmen. Und das ist halt das Traurige. Aber gut. Wir haben ja heute gelernt, wir haben ja heute herausgefunden, dass die Entwickler festgestellt haben, dass das Spiel tatsächlich besser wird, wenn sie mal auf die Spieler hören. Das heißt dementsprechend, abwarten. Vielleicht gehen sie jetzt mal so dann so nach jetzt auf den einen oder anderen Vorschlag ein, den wir machen. Ja, das sind auch so Sachen, die ich richtig cool finde an dem Addon, weil du die einfach einsehen kannst. Aber auch von den allgemeinen Einstellungen, die du machen kannst mit Backnon. Ich finde, das ist so ein super Addon. Meiner Meinung nach ist mit einer der essentiellsten Addons, um WoW angenehmer zu gestalten. Nicht wundern über das, was ich jetzt hier mache. Ja. Ich meine, komm, überleg mal. Über wie viele Jahre haben wir jetzt Addons benutzt, mit denen wir das Interface anpassen konnten? Sei es Patent davor oder, was, Mars? Nee, nicht Mars, Dominus. Mit denen du alleine schon die Taskleiste und das alles verschieben kannst. So, dann kamen halt noch die optischen Interface-Optionen mit hinzu. Wie von Spartan UI, Elf UI, Mask. Also, mal ganz ehrlich. Ja. So. Das sind jetzt Addons, die wir schon seit Jahren benutzt haben. So. Jetzt kam Blizzard dann mal auf die Idee, vielleicht sollte man wirklich mal denen die Möglichkeit geben, dass die von Hause aus ihr Interface anpassen können. Dementsprechend, ich verstehe es nicht. Warum sie sich unter anderem beim Inventar so schwer tun jetzt wieder. Naja, wie du schon sagtest, sie merkten jetzt erst, dass es gut ankommt. Wieder zu hören und es auch umzusetzen und nicht nur zu sagen, wir hören euch. Richtig. Weil, um auf den Artikel ja wieder zurückzukommen, sie haben sowohl BFA als auch Shadowlands gebraucht, um das einzusehen. Zwei Addons, die eine Gesamtlaufzeit von, lass mich nicht lügen, fast 5 Jahren hatten. Oder 4,5 zumindest. Wobei, beziehungsweise, das liegt ja nicht nur an den Entwicklern selber, das liegt ja auch, halt an den, jeweiligen Abteilungsleitern. Weil auch wenn du Entwickler bist, du kannst ja nicht einfach frei machen, was du willst. Klar.
Sie hatten auch durchaus noch mit anderen Problemen kämpfen, so ist es nicht, aber. Sie hätten wesentlich früher anfangen sollen, auf die Spieler zu hören. Das ist wohl wahr, ja. Wenn du halt für schlechte Arbeitsbedingungen sorgst, dann kann halt auch nichts Produktives am Ende dabei rumkommen. Das ist schon richtig, aber wie gesagt, ne, es gibt ja so einen groben Fahrplan von oben, wo es dann heißt, das und das wollen wir so und so handhaben. Und du musst dich dann als Entwickler da hinsetzen und die ganzen Scheiße das programmieren und einbauen. Und wenn du Pech hast, hast du sogar eine gute Idee. Aber dann wird's abgelehnt. Das heißt, nein, das ist nicht das, was wir wollen. Ändere das wieder. Dummerweise mein anderer Bruder neben Kevin hatte mal gesagt, es wäre besser, tatsächlich nicht direkt für solche Zwecke Leute einzustellen, sondern anzuwerben. Zum Beispiel 5 Leute machen zu lassen und dessen Werk man nimmt, eine Prämie zu bezahlen. Du zum Beispiel arbeitet immer noch als Sounddesigner nebenbei für Spielentwickler. Ja! Da kommen sehr viele gute und kreative Ideen bei rum. Und so kann man auch die Leute, die das machen, besser fördern. Ich meine, ja klar, ist dann halt ärgerlich, wenn du dich da hinsetzt und du schustest was zusammen. Das kommt dann halt nicht gut an. Ja, ist trotzdem schade, aber für die Leute an sich ist es halt besser. Ja. Weil sie jetzt unter anderem, wie du jetzt auch sagst, halt nicht so unter Druck stehen. Mir ist halt Ganze ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Das hatte ich ja eben schon mal mit Michi angesprochen gehabt. Ja. Wenn du in deinen Möglichkeiten eingeschränkt bist, das wiederum fördert die Kreativität, weil du halt kreativ werden musst und überlegen musst, ja, okay, wie löse ich jetzt das und das Problem? Ist jetzt zum Beispiel ein schönes Beispiel als Minecraft-Spieler. Weil du hattest halt früher nicht so viele Items, wie es zum Beispiel wie heute gibt. Also musstest du dir einfallen lassen, wie kann ich mit dem, was ich habe, das so aussehen lassen, wie ich das haben möchte. Und dasselbe hast du auch als Entwickler. Du hast hier und da zum Beispiel Techniklimitierungen, die du beachten musst. Dementsprechend musst du dir überlegen, wie setzt du das am besten um? Das ist wieder förderlich für die Kreativität. Druck wiederum nicht. Weil wenn du die ganze Zeit jemanden im Nacken spüren hast, du musst das und das so und so machen und es muss bis dann und dann fertig sein. Da kann nichts Vernünftiges bei rumkommen. Ne? Vergleichen wir mal hier, Assassin's Creed und
GTA. Ja. Ne, es hat lange gedauert, bis ein neuer Teil von GTA rauskam. Aber es ist dafür gut geworden. Ubisoft haut jedes Jahr einen neuen Assassin's Creed Teil nach den anderen raus. So, Endergebnis. Die Spiele sind teilweise total verbuggt. Und vor allem in der Anfangsphase kaum spielbar. Und werden auch im Allgemeinen immer schlechter. Ganz ehrlich. Haut nicht jedes Jahr ein neues Game raus. Lasst euch Zeit, die Spiele zu entwickeln. Macht wieder gute Spiele. Aber nein. Das Geldschwein muss ja ausgeschlachtet werden, solange es geht. Gut, Final Fantasy kann ich jetzt nicht so mitreden. Wie gesagt, ich hatte, bei Final Fantasy habe ich bisher nur mal bei Final, da online reingeschaut gehabt und meins war es halt nicht. Ich bin ganz ohne. Weil ich natürlich jetzt mit nicht sagen muss, dass es ein Merkmal für ein schlechtes Spiel ist. Weil das hat wieder mit meinem Geschmack zu tun, aber. Ja! Manchmal wartet man halt 10 Jahre auf ein Spiel, damit es rauskommt. Was jetzt? So, schauen wir mal. Lemon, was? Ein Schaumkuss mit Lemon Cheesecake Geschmack? Eieiei. Hast du nicht eben geschrieben, dass sich der Magen gerade erst wieder beruhigt hat? Direkt so ein Ding wieder reingönnen. Sieg für Silvanus. Ich bin ganz Ohr. Was jetzt? Fürchtet die Lebenden. Ja, wundert dich nicht, wenn der den Magen wieder umdreht. Vertraut niemandem. Unsere Zeit. Von oben gibt's ja auch noch eine Quest. Ja, aber Sasa, das muss doch nicht sein. Was ist? Irgendwie kotzt mich das an, dass ich noch keine einzige Tasche gedroppt bekommen habe. Feels bad. Und das wird auch wieder so ein ewiges Hin- und Her-Geeiere immer zum Schneiderlehrer.
So. Womit fangen wir denn an? Erstmal ein braunes Leinenhemd. Maximalstufe? Sasa, es gibt Leute, die mit ihren Hardcore-Charakteren raiden gehen. Und dann immer noch die Hardcore-Regeln beibehalten. Das war ja letztens erst irgendwo das Problem gewesen. Da hatte einer den quasi den Leroy Jenkins gemacht. Ist Hals über Kopf in einen Raum reingerannt. Hat da was weiß ich was gebrüllt. Und der komplette Raid tot. Ja. Nach Hardcore-Regeln durften sie dann halt den Charakter löschen. Also doch, halt, kommt halt drauf an, wofür du dich entscheidest. Entweder gehst du halt den ganz normalen Levelweg nur, oder du gehst halt den, nannte sich glaube ich sogar Way of Ragnaros. Dementsprechend gehst du dann halt mit diesem Hardcore-Charakter auch noch, raiden. Das Problem ist halt nur, wenn dann so ein Charakter im Raid stirbt, der Charakter ist dann unwiderruflich tot. Ne, also. Ja, Valakrise. Vor allem, du musst mal überlegen, nicht nur die Zeit, die die Spieler investiert hatten, um ihre Charaktere überhaupt auf 60 zu bringen, sondern die Zeit, die sie danach dann noch investiert haben, um den überhaupt Raid-ready zu kriegen. Weil nur einen Charakter auf Level 60 bringen, reicht ja halt nicht, damit du hier den Raid laufen kannst. Du musst dann noch wesentlich andere Vorbereitungen treffen. Und du kannst ja nicht mit anderen Spielern handeln, das kommt noch hinzu. Ja, gut. Wie die das jetzt intern geklärt haben, keine Ahnung. Der alterssprache Schattenhund war nicht geplant. Der hat Face-Akku gezogen. Ja, es wird hier an den Gelenken liegen. Dachte sich, oh, jetzt einen schönen Kauknochen. Gönnung, Bruder. In Hundblut. Stimmt, das brauchte ich ja auch noch. Ich war wieder so viele Sachen. Oh, vor allem muss ich jetzt noch wieder die Kohle zusammensparen, damit ich mir hier meine Stäbe wieder lernen kann. Oh. Das ist so elendig. So. Und wie hat jetzt dein Cheesecake Schaumkuss geschmeckt?
Jetzt sag nicht nach Cheesecake. Lecker. Okay. Aber hat er denn, nach typisch deutschen Käsekuchen geschmeckt oder eher nach amerikanischem Cheesecake? Amerikanisch, sehr zitronig süß. Ja, okay. Dann muss ich den einen Tag hier so drüber lachen. Das ging um einen TikTok. Und zwar zur Fanta. Da hatten sich halt die Amis so ein bisschen über unsere normale Fanta gewundert, weil unsere normale Fanta ist ja die Fanta Lemon. So. Welche Farbe hat die Fanta Lemon in Deutschland? Richtig, sie ist. Nee, nicht Fanta Lemon, Fanta Orange. Das ist ja die Standard-Fanta. Meine Güte. Die hat welche Farbe im Deutschen? Richtig, die ist. Nicht orange, sondern gelblich. Einmal dürft ihr raten, welche Farbe die Standard-Fanta in Amerika hat. Richtig! Orange! Da steht auch nur Fanta drauf und nicht Fanta Orange. Im Amerikanischen. Kennst du die Zitronenpasten zum Backen? Ich glaube, die haben die einfach in den Schaum gegeben. Ja, das wird dieselbe Füllung gewesen sein. Zumindest hätte ich dann diese Zitronenmasse genommen, die man auch für Zitronenstecken und so benutzt. Und Keks bzw. Backkrüme sind auf der Umhüllung. Also der weißen Schokolade. Also der Cake-Faktor. Ja, ja. Damit es halt quasi ein typisch amerikanischer Cheesecake in Schaumwaffelform ist, ne? Schaumkeks. Alter, wo kommt der denn schon wieder her? Das lenkt ihn nur auf. Alter, box ihn um. Okay, ich gehe mir jetzt eine Pizza in den Ofen schieben. Dann versuchen wir noch einen Try. Bis gleich. Der frischt mich nicht gerade auf, oder?
So, jetzt noch einen Timer stelle. So. Ja, lief nicht so. So, so, komm. Timer, let's go. Ja, ausloggen. Character Dungeon. Geht's wieder von vorne los. Es ist doch einfach so albern. Guck, ob der jetzt wieder irgendwelche Backen. Wenn man Brüche hat oder hängt. Hm. Dann hatte der echt nur letztens bei Apex diese Probleme.